Nach längerer Zeit war ich mal wieder nach Germerode gefahren, um dort durch die Mohnblütenfelder, die ja meist Ende Juni bis Anfang Juli blühen, zu gehen. Ich glaube, ich war auch schon fast zu spät, denn es war, glaube ich, das letzte Wochenende, wo hier die Attraktionen der Mohnblüte gezeigt werden. Zu Beginn meiner Wanderung stand hier gleich ein Bett im Kornfeld. Die Mohntenne, so eine kleine Art Ausflugsgaststätte hier mitten im Feld, ließ ich erstmal links liegen und ich ging die ausgewiesenen Wege in Richtung der Mohnfelder. Der Spaziergang durch diese Wild- und Sommerblumenwiese war wie ein Ausflug in ein Gemälde. Die Natur malte ihre schönsten Bilder. Ich folgte an diesem Tage erst immer einmal den Ausschilderungen und kam dann hier an einem großen Schmetterling an, wo man auch ein Selfie machen kann. Man merkte auch schon anhand der Besucherzahlen, dass es sich hier um die letzten Tage der Mohnblüte handelte, also dass doch nicht mehr ganz so viele Blüten auf den Feldern zu sehen sein werden. Und so war es dann auch. Da der Mohn ja immer nur so ein bis zwei Tage blüht, waren hier schon viele verblüht und man sah nur noch die großen Samenkapseln oben am Ende der Pflanze. Aber man konnte ja auch vieles Wissenswertes hier über den Mohnanbau auf Tafeln am Rande der Felder erlesen. Und eben hatte ich ja was von Schlafmohn gelesen. Und hier stand auch schon das nächste Bett. Also einmal hineinlegen und versuchen, ob der Mohn wirklich eine Wirkung zeigt. Ich war aber nicht eingeschlafen und setzte kurz danach meinen Spaziergang hier rund um Germerode fort. Nun bin ich auch schon an der nächsten Blumen- und Bienenwiese hier im Frau-Holle-Land angekommen. Ich sagte ja erstens schon einmal, so eine Blumenwiese ist wie ein Gemälde und hier ist nun auch noch der richtige Bilderrahmen dazu. Die kleinen Wege hier waren auch immer mit einigen Besonderheiten und Attraktionen gespickt. So konnte man hier durch eine Tür ins nächste Feld hineingehen. Aber nicht nur über den Mohn, auch über die verschiedenen Getreidearten, die hier rings um Germerode angebaut werden, konnte man auf Hinweistafeln viel erfahren oder man wurde hier informiert, in welche Richtung man gerade blickt. Nun komme ich scheinbar zu einer weiteren Attraktion, einem Steinkreis hier in Germerode, sicherlich nachgestaltet dem des Originals in Schottland. Einige hundert Meter weiter wird dann auch über Heilpflanzen, die in solch einem Acker wachsen, informiert. Und ich gehe noch einmal
nun hinüber zu den restlichen Mohnblüten. Und wer nicht so gut zu Fuß ist oder die große Hitze meiden möchte, der lässt sich hier von dem Mohnexpress durch die Felder fahren. Hier in den Mohnfeldern ist natürlich alles möglich. Auf einer Sonnenliege kann man das schöne Wetter genießen oder auch schon wieder einige hundert Meter weiter kann man in einem Kahn Platz nehmen. Mein Blick schweift nun hinüber zum Kloster Germerode, wo ich anschließend auch noch einmal hinfahren werde. Aber jetzt geht es erst einmal zur Mohndenne. Hier an der Mohndenne gibt es allerlei Spezialitäten mit und um den Mohn und ich esse erst einmal eine Mohnbratwurst. Und nun komme ich auch hier in meinem kleinen Bericht an der Pforte des Klosters Germerode an. Heutzutage ist im Großteil des Klosters so eine Art Tagungsstätte eingerichtet. Hier habe ich einige Räume besichtigt und in einer oberen Etage kann man auch Bilder über die Mohnblüte sich anschauen. Hier gehe ich nun auch noch durch die schön gestaltete Gartenanlage des ehemaligen Klosters und anschließend werde ich auch noch die kleine Klosterkirche mit ihren Räumlichkeiten besichtigen. Und nun stehe ich in der St. Maria und Walburga Kirche. Sie ist eine dreischiffige, gewölbte romanische Pfeilerbasilika. Man kann als Gast aber nicht nur die Kirche, sondern auch die Erdgeschosshalle und die Krypta besuchen. Und hier geht nun ein schöner Sonntag vor und Nachmittag in Germerode zu Ende.